Hi Leute, zurück zu einem neuen Video von mir. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe eine Halloween-Serie gestartet. Es ist nämlich eine ganze Serie. Es kommt jetzt von Montag bis Donnerstag jeden Tag um 17 Uhr ein Halloween-Look auf meinem Kanal. Ich hoffe, das freut euch und ich hoffe, die Looks gefallen euch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe nämlich eine kaputte Puppe für euch geschminkt. Es ist nicht ganz so perfekt geworden, aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefällt. Und wir starten natürlich mit Make-up. Da Puppen natürlich eine sehr, sehr ebenmäßige Haut haben, habe ich einfach normale Foundation aufgetragen. Und dann habe ich meine Eyeshadow Base benutzt, weil wir natürlich ein cooles Augen-Make-up tragen. Und an dieser Stelle, meine Kamera hat es leider nicht gefilmt, als ich meinen Highlighter und meine Kontur aufgetragen habe. Aber das mache ich eigentlich so wie immer. Falls ihr dazu mal ein Video wollt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten mache ich das so wie immer. Und jetzt geht's auch schon los mit Lidschatten. Ich habe erst so einen hellen rosa Schimmerton aufs gesamte bewegliche Lid gegeben und in den Innenwinkel. Dann habe ich einen Pinkton genommen und bin einfach so ein bisschen an den Außenwinkel und habe das Ganze auch ein bisschen in die Lidfalte gegeben und natürlich am Ende gut verblendet. Das ist ganz wichtig bei dem Look. Und dann habe ich mir den pinken Lidschatten genommen und habe das Ganze unter das Auge gegeben, einfach damit der Look komplett ist. Und dann habe ich mir einen hautfarbenen Kajal genommen und habe den auf die Wasserlinie gegeben. Ihr könnt auch weißen Kajal nehmen, wenn ihr das habt. Hatte ich nicht, deswegen habe ich jetzt den hautfarbenen genommen. Und meine Augenbrauen habe ich diesmal auch versucht, sehr perfekt zu machen, weil wir ja wie gesagt eine Puppe darstellen. Und dann kommen wir auch schon zum Eyeliner. Für mich gehört zu diesem Look der Eyeliner dazu. Ihr könnt natürlich alles so variieren, wie ihr es wollt. Ich habe ihn benutzt und habe natürlich noch einen schönen Ring dazu gesetzt. Das ist aber auch optional. Und dann habe ich mich noch dazu entschieden, ein bisschen mehr pinken Lidschatten zu benutzen, weil ich gleich noch Fake Lashes auftragen werde. Und wenn man Fake Lashes trägt, sieht man den Lidschatten nicht ganz so gut. Deswegen habe ich ihn ein bisschen weiter nach oben gesetzt. Und da sind sie auch schon, die Fake Lashes. Ich habe wieder falsche Wimpern aufgetragen. Das ist auch wieder optional, das müsst ihr nicht machen. Aber es gehört für mich einfach so dazu, wenn man einen Puppenlook oder einen Barbie-Look schminkt. Und dann habe ich natürlich noch meine Wimpern getuscht, einfach damit die falschen Wimpern sich mit den normalen Wimpern verbinden und habe dann noch unter meiner Augenbraue ein bisschen gehighlightet. Und dann fangen wir auch schon mit unserer Puppe an. Und zwar habe ich mit einem ganz einfachen Dreieck begonnen, was ich zwischen den Augenbrauen ein bisschen höher gesetzt habe und habe von da aus einfach die Striche gezogen. Ich kann euch empfehlen, einen sehr dünnen Eyeliner zu benutzen. Meiner war ein bisschen zu dick, dadurch sind die Striche halt einfach sehr dick geworden und das wirkt halt einfach mehr unrealistisch, wenn ihr die Striche so dick macht wie ich. Ich finde, das sieht nicht ganz so gut aus, aber das ist ja nur, damit ihr das sehen könnt. Und dann habe ich die noch so ein bisschen schattiert. Meiner Meinung nach ist es auf der Stirn viel zu viel. Also ich würde da auf jeden Fall weniger Striche machen. Und dann habe ich mir nochmal den hautfarbenen Kajal genommen und bin an einigen Stellen nochmal entlang gegangen, einfach um das Ganze zu highlighten. Und das ist dann auch schon unser Look. Das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, auch wenn es nicht ganz perfekt war. In der Infobox verlinke ich euch meinen letzten Look. Das war ein Harley Quinn Make-up Look. Und morgen sehen wir uns dann um 17 Uhr wieder. Danke fürs Zusehen.